Eine treue Schuffel. Haben wir noch mal Eisen. Hat auch nicht viel gebraucht, die Armbrust. So, Dronio, wo bist du denn? Wo bist du denn hin? Ach, hier. Dann gib ich mal deine ganzen Dosen jetzt raus, hier. Für dich müssen wir unbedingt die Heilungsmut kaufen. Ganz dringlich. So. Bohnen. Mit Suppengrün. Kann man verkaufen. Das Auto zerflogen. Stoff. Jung. Öl. Händler. Machen wir nochmal die Eisen. Naja, nehmen wir euch mit. Ich muss doch schon ein neues Fahrgestell bauen. Ja? Also, 4x4 und Zubehör, haha, Scheinwerfer, Rohre. Wir bringen auch schon mal schnell unsere vorne Händlerkiste, die ist dann sowieso voll. Nimmst die Kohle raus, die gibt es der Drohne, nee, lieber nicht der Drohne, weil, wenn die Drohne wieder verloren geht, dann ist die Kohle mit fort. Schön. Müssen mal Händler einen Besuch abstatten, glaube ich. Und tu die Kohle mal hier mit rein, erstmal. Da geht es wenigstens nicht flöten. So, dann haben wir hier noch ein paar Werkzeugteile. So, jetzt 4x4, so was war's. Wir brauchen Rohre. Hammer. Dann hier. Weiß nicht, war da jetzt noch Öl mit dabei? Was war's denn noch? Federn, ne? Hier Federn. Falsche Kiste. So, und Scheinwerfer. Brauchen wir auch. Die Räder hätten wir rein theoretisch auch. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, auch. So, dann fertigen wir mal. So, das Fahrwerk benötigt Leder und Klebeband. Haben wir hier. Und Klebeband haben wir da. Zur Not machen wir uns nochmal welche. Richtig. So, und dann brauchen wir noch mal einen Motor. Aha, eine Batterie. Batterie hätte ich jetzt hier, aber Motor habe ich keinen mehr hier. Entschuldigung. Ich muss mir drüben am Motor klauen gehen. So, dann müssen wir unbedingt, muss ich noch mal Eisen farmen gehen dann, ne? Wir brauchen jede Menge Stahl. Kann doch nicht angehen.
Das ist früher gar nicht durchgekommen. Da haben sie das eben angeglichen, dass die weniger machen, die Schaden, die fallen. Wieso sind die eigentlich immer hier alle stehen geblieben? Sehe ich nicht. Was ist denn hier? Wieso sind die hier stehen geblieben? Haben immer versucht hier. Die sind ja gar nicht mal bis hier, ne? Die sind immer hier stehen geblieben. Warum? Habe ich irgendwas verpasst? Ich da oben noch Blöcke hinmachen. Nö. Dann kannst du dir hier den Motor rausklauen. Eine Batterie haben wir, glaube ich, drüben noch, ne? Wollten wir eigentlich. Hoffe ich nicht, warum sie da stehen geblieben sind, alle. Ja, reparieren muss ich dann sowieso. Muss ich das eben hier zubauen, ne? So, muss ich dann drin auch zubauen. Der Schrotflinten steht noch, ja? Steht noch. Muss ich das so machen? Komplett zu. Ah, shit. Machen wir doch das Auto. Nee. Dann machen wir schon nur Beton. Genau. Oder? Wo sind sie? Wo sind sie? Toll, nur noch 9 Stück. Na prima. Naja. Wie sind die explodiert? 3, 4, ne? Na gut, das ist eben nur Beton, ne? Weiß nicht, was der für Schaden gemacht hat, der Knell. Da sind noch ein paar Polizisten noch hochgegangen, glaube ich. Jetzt eben nicht nur, warum die alle hier immer stehen geblieben sind. Hier wollten sie immer durch. Oh, das heißt, oder Klingenfallen kaufen. Jede Menge Klingenfallen. Die Minen sind wenigstens alle hochgegangen, oder liegt noch eine irgendwo?
Na gut, die haben wir die ganzen Verteiler weggeruppt, ne? Kommt noch dazu. Ja, das war jetzt der erste reguläre lange Test eigentlich. Eine Klappe dran machen, so einfach. Dann muss ich das alles von innen verkabeln. Also vorerst das nochmal eine Nummer härter. AR-mäßig. Warum mal, ich wandere eben hier. Also waren jede Menge Stahl. Gucke ich mir mal ein Video an, was da los war. Warum die da alle stehen geblieben sind. Ausgerechnet an der Ecke. Sonst baue ich den ganzen Bunker halt nochmal hin und drehen um. Mache ich dann aber offline. Sehe ich noch eine Zwischenwand, verbreitere den nochmal ein Stück. Den wollte dabei sein, weiß ich nicht. Obwohl, macht ja nichts. Wird nur eine Wand rausgehauen. Und eine neue eingezogen. Mo, wie weit bist du? Hast du beide fertig? So, habe ich jetzt die Batterie hingeklatscht. Hier ist er. Schwuppdiwupp. Dann bauen wir mal so einen neuen Kern. Schwuppi. Kein Eisen mehr gehabt? Nee. Aber Eisen waren. Einmal zum Reparieren und zum Aufwerten. Und dann machen wir eine große Händlertour, ne? Gehen wir nämlich mal gucken, was wir alles verkloppeln können. Da muss ich auch schon mal meine Tasche leer machen. Da brauchen wir schon mal ein Auto. Nur dauert noch 2 Minütchen. Gut, dann schmeißen wir auch schon mal das ganze Leder wieder rein. Leder rein. Ganze Gedöns hier rein. Ja. Die Lampen kommen in die andere Kiste. Obwohl, kannst du jetzt auch hier reinschmeißen. Mich wundert, dass du keine Räder mehr brauchst beim Auto herstellen. Ja, tu die mal doch lieber weg. Oder? Hatte ich die Räder an den Taschen gehabt und hab nicht mitgekriegt. Dann haben wir hier nochmal ein paar. Sortiere gleich mal aus für den Händler. Also Stahl. Vorschlaghammer, den können wir schon mal verkleppeln. Haben wir keine mehr. Schockstabteile können wir verkaufen. Brauche ich nicht. Robotnikteile warten wir noch. Stahlknüppel. Rotflinte, Maschinengewehre, Handfeuer, Raketenwerfer. Stahlwerkzeugteile. Motor, ja. Den Rest müssen wir schon noch behalten. So, die haben wir doppelt. Der Rasenmäher, da bin ich mal gespannt. Hier ist doch
Fahrwerk. Fahrgestell. Ne? Roboter, Roboter sag ich schon. Rasenmäher, Fahrgestell. Müssen wir den auch mal gebaut haben. Ne? Ach, Zubehörkasten fehlt noch. Oder was? Und auch noch Motor. Na gut, dann müssen wir noch warten. Aber den Rest haben wir, den Rest können wir herstellen. Welche Kiste? Da. Das ist nämlich die Pflanzenmod und die Sammelmod. Deswegen habe ich mit Plätzen an dem Beet noch nicht gemacht, weil ich das mit dem Rasenmäher machen will. Da unten. Ne? So, wo sieht es jetzt aus im Auto? Herz. Oh, dann verändern wir gleich mal. Oh, dann ist das Auto auch wieder fertig. Lalala. Ach so, nehmen doch gleich was mit. Pack das Auto ruhig richtig voll oder wollen wir es vorher erst noch reparieren? Mein Kohle hätten wir ja auch schon mal genug, ne? Wir mal Hafen, da Hafenreparatur geht's in Anspruch nehmen. 125, ja gut, das erhöht sich ja dann immer noch mal um so und so viel, ne? Und wo sind wir auf der Reparatur geht's hin? Hast du die? Na prima. Brauchen wir noch einen Meulenstahl, wa? Normales Eisen haben wir ja. Klebeband herstellen. Ah, mach gleich hier Favoriten. Zack. Und dann machst du so viel wie du kannst. 12. Ach, Gott, da. Noch mal 37, genau. So, machst du, machst du. Das kommt wieder rüber. Wird auch. Kommt dann unten rein. Wird verkauft. Kommt auch wieder rüber. Federn kannst du hier lassen. Das kommt zum Händler. Öl. So, dann. Das nehmen wir mit. Und hier bleiben, oder? Na gut, ich habe die. Die kann jetzt aber hier bleiben. So jung. So, da ist ein Händler hier, ne? Haben wir dieses Eisen? Wollte ich jetzt doch irgendwas machen? Nee. Also Reparatur geht. Mach gleich einfach Favoriten. Und kannst du gleich loslegen. Und dann können die nämlich auch weg. Dann haben wir dann das Platz. Gut, dann packst du das auch schon mal jetzt doch wieder hier rein. Das holen wir dann wieder. Die brauchen wir dann auch nicht. Dann kannst du die nach unten tun. Gut, dann. Reparieren.
Was? Warteliste voll. Wegen Klebeband, doch nicht wegen Reparatur geht's. Mann. Macht's einen aber nicht einfach hier. Na, packst doch mal das dahin. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Und was wir noch mitnehmen, wäre da, also jeweils der Kürbiskuchen. Könnten wir noch mal einen gebrauchen. Ein Kürbiskuchen. Käse, Kürbis, da eine Kuchen. Also Kürbisei, Maismehl, Maismehl, Kürbis, Wasser auf alle Fälle. Mais. Was war noch? Ei, ne? Ei war es noch. Wohl. Machen wir 20, ne? Dann sollte ja wohl reichen. Hä? Was? Ach, Tierfett. Ja, scheiße, da habe ich nur 3. Ja. Dann kann sie das doch rüberpacken. Oder war es, bevor ich was doppelt? Ne. Alles nur einmal. Und Bier war es noch, ja? Jetzt richtig guck. Bier. Hier haben wir hier. Maismehl, wie soll ich das ganze Maismehl jetzt wieder rausgeklatscht? Ich hab's Maisbrot reingepackt statt Maismehl. Der kocht da immer noch. Wir müssen doch mal hier drüben kochen. Leider. Ist ein Holz neu. Nicht der Kürbis, Käsekuchen, genau. Rabatt beim Händler. Gut, dann werden sie den Rest wieder wegschmeißen, wegtun. Wegschmeißen jetzt nicht unbedingt. Also kriegen wir jetzt nur 3 mit, vorsichtshalber. Hier kommt wieder vorne rein. Hier von nochmal 2 nur 2. Na komm, reicht ja eigentlich auch. Ja toll. Hätte ich mal hier noch Beuteboden, das habe ich natürlich auch wieder vergessen. Bereit für den Dienst. Dann nimm du das mal. Erinnere mich aber dran. Und dann beim Händler stehen und hab nicht eingeworfen. Wie lange brauchst du? 5 Minuten und ich brauche nur einen erstmal. Gut, da können wir derweil schon mal unten das Auto vorbereiten. Das ist jetzt fertig hier mit deinem Reparaturkit. Nee, bist immer noch nicht. Dann mach auch schon mal so. Dann packen wir schon mal die Sachen rüber, die wir so vertickern können. Nee, die Schufe kann ich noch mal reparieren. Vielleicht soll ich die Lampen doch aufheben, haben wir ja eben gesehen, ne? Wie schnell das Auto zerlegt war. Was hast du denn hier eigentlich drin? Hast du schon drin? Wieso hast du denn das jetzt der Drohne gegeben? Nur noch keins fertig. So, mal. Ach so, weil du voll bist hier.
Wir müssen noch machen. Fünfe. Ja, da kannst du doch schon wieder fünfe. Oder wenigstens drei in der Reparatur geben. Die ist schon repariert. Wieso nimmst du nicht die von da oben? Kann ich nicht reparieren, weil Stoff fehlt. Stoff fehlt. Okay. Die fünfte Klampen verkaufe ich trotzdem. Gehen wir mal schnell nur noch, stellen das Auto hin, parken das Auto voll. Muss natürlich auch wieder tanken, das heißt, ich muss wieder Benzin holen. Aber hab das Zeug liegt schon mal drin. Das glaube ich einfach, wenn du so machst. Und dann die Munition wieder rausfischst. Benzin haben wir schon dabei, okay. Und ein Stein. So. Da ist dort alles verklüppelt. Heißt, wir brauchen also 3, ne, 4, 8, 12 Klingenfallen. Oder ich muss ihn verlängern. Ich muss das so bauen, dass nicht die Klingenfallen alle nebeneinander sind. Allerdings ein, zwei Blöcke dazwischen sind. Also alles quasi nochmal einmal nach hinten. Dass wenn die explodieren, nicht gleich alles zerlegt ist. Ja, nun, kannst du gleich weitermachen. Und habe ich vergessen aufzutanken. Na gut, also viel ist eh nicht mehr. So 17 bist du wert. Bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt gelohnt hat. Aha, natürlich nicht. Aber wir kriegen ja nochmal Rabatt. Die Karre habe ich. 44er Buch habe ich. Ein Pfirsich. Die kann ich glaube ich so verkaufen. Wahrscheinlich ich jetzt keine Reparatur geht mehr. Ja, nicht. So, die Lampen tun wir da hinten rein. Und hier brauche ich Stoff. 55 ist die Armschiene wert. Bin ich mal gespannt gleich. Gut. Kohle hat eine Kohle mitnehmen, die Kohle muss ich mitnehmen. Cool. Ja, sonst Blödsinn. Ich einkaufen gehen jetzt. So, wenn das dann wieder nicht stört, dann mache ich im Blutmund nur noch draußen im Freien. Also das ging ja bis auf die Geier eben. Da ein bisschen wild durch die Gegend rennst hier. Geht das irgendwie schöner. Na gut, dann sehen wir uns dann beim nächsten Händler.